Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Fahrt, bei der wir laute Dieselmotoren, enge Gleisbögen und vor allem Neigetechnik erwarten dürfen. Mit anderen Worten, wir sind im Pegnitztal. Ja, guten Tag, lieber Lokführer, bitte rüsten Sie Ihren Zug auf und lassen Sie die Fahrgäste hier in Bayreuth Hauptbahnhof einsteigen, bevor Sie um 15.03 Uhr abfahren. Obwohl es heute zu ziemlich starken Bewölkungen am Himmel kommt, werden keine weiteren Wetterveränderungen erwartet. Ja, so schaut unsere Aufgabenbeschreibung aus und ja, wir dürfen mal gucken, wie das Wetter heute wirklich sich noch entwickeln wird. Wir werden aber auf jeden Fall erstmal unseren Zug aufrüsten und hier im Führerstand mit Steuerung Numpad Enter die PZB einschalten in der oberen Zugart. Die Bremse habe ich schon leicht ausgelöst. Die müssen wir aber wahrscheinlich auch noch freigeben, genau. Das Führer wollen wir uns hier einmal aufschließen, weil wir haben es gerade sehen können an der Veränderung oder beziehungsweise eben an der Nichtveränderung des Hauptluftleitungsdrucks. Dann der Fahrtrichtungswende geht in Vorwärtsstellung. Die Spitzenbeleuchtung stellen wir auf 3 weiße Lämpchen ein. So. Also auch von der Bedienung her ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig. Weil man kann irgendwie den Schalter nur in einer Richtung da rausdrehen und nicht von Anfang an in beide Richtungen. Also er ist wie so eine Art, naja, ich sag mal Schraube aufgebaut. Da ist an einem Ende dann irgendwo Schluss, wenn man die Drehrichtung befolgt. Ja, ansonsten, die Türen habe ich schon mit T in Fahrtrichtung rechts freigegeben. Und genau, dann würde ich mal sagen, können wir gleich los. Wir haben es aktuell 15.01 Uhr, 15.02 Uhr haben wir es gleich und 15.03 Uhr ist ja dann die Abfahrt. Also eine Minute haben wir noch. Im Führerstand haben wir die Möglichkeit natürlich auch noch Licht einzuschalten. Und zwar unter dem Taster Führerraumbeleuchtung. Das Ganze leuchtet hier drinnen ziemlich grell vom Farbton her. Finde ich, sieht das ziemlich schön aus, auch wenn eigentlich im 612er, naja, keine ganz so hellen blauen Flächen verbaut sind. Aber dennoch, das schaut von der Optik her eigentlich ganz gut aus. Ja, der Türwahlschalter hier unten, der ist dauerhaft in der einen Fahrtrichtung oder beziehungsweise in der einen Öffnungsrichtung festgelegt. Den können wir leider gar nicht bedienen. Auch hier unten die Taste zum Türen öffnen bzw. zum Türen freigeben und zum Schließen. Die sind leider nicht bedienbar. Ausschließlich über die Taste T kann hier die Tür freigegeben bzw. geschlossen werden. Ja, das sind also ein paar kleinere Sachen. Werde ich während der Fahrt mal noch drauf eingehen. Die Türen schließen sich gerade und dann können wir los in Richtung Nürnberg Hauptbahnhof. Genau. Führerbremsventil geht in Lösestellung. Leichtleistung vortasten. Getriebefüllung beim 612 schön beachten, wenn es geht. Ja, wenn er überhaupt los will. Man sollte vielleicht noch die Fahrtrichtung nochmal rausnehmen und wieder reingeben. Ach so, ich hab den Leistungsschalter nicht auf eingestellt. Meine Schuld. So, nochmal. Getriebefüllung. Und dann würde ich sagen, geht's los. Leistung aufschalten. Und ab die Post. Ja, was das Aufsteigen der Zugkraft hier angeht, finde ich, passt das eigentlich ganz gut zusammen. Also, dass sie nicht so direkt nach oben schnippt, beziehungsweise nach unten weggeht, wie in TSW. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Aber es hätte auch hier einen Ticken schneller sein können, finde ich. Also es geht doch sehr mühselig, wenn man hier Leistung aufschaltet, aber das passt im Allgemeinen. Was mir nicht ganz so gut gefällt, das ist das Leistungsvermögen, was die Baureihe 612 zumindest hier in der Simulation zur Verfügung hat. Also wenn wir hier Leistung aufschalten, da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir, naja, mit einer Einzeltraktion vielleicht unterwegs sind, wo vielleicht eine Fahrmotorengruppe ausgefallen ist, beziehungsweise ein Fahrmotor eben nicht mitwirkt. Und nochmal ganz kurz, um zu zeigen, was wir hinten dran haben. Wir fahren die volle Komposition. Also wir haben hier zwei Doppeleinheiten mit jeweils 4 Fahrmotoren. Wir könnten das Ganze in Realität noch auf insgesamt 8 Wagen verlängern, also 4 Doppeleinheiten. Das wäre auch die maximale Komposition, die wir ansteuern könnten. Und genau. Erstmal sind wir hier aus dem weichen Bereich raus, haben den Bahnhof verlassen. Wir können also auf Streckenhöchstgeschwindigkeit beschleunigen. Und das wären hier 110 km pro Stunde aktuell.
Und wenn wir jetzt auch hier mal gucken, ne? Und wir dümpeln hier so ungefähr bei 20% Leistung mit den Fahrmotoren rum. Und ich habe auch so das Gefühl, dass die Leistung nicht ganz die ist, die wir von einem echten Doppelpärchen 612 erwarten könnten. Speziell dann, wenn wir eben ins Bremsen übergehen, da werden wir uns dann mal noch angucken, wie sich das verhält. Denn da kann ich schon sagen, da müssen wir teilweise mit Vollbremsungen arbeiten, damit wir überhaupt annähernd realistisch ist es da auch nicht, aber es kommt einem dann zumindest vor wie eine Betriebsbremsung, wenn wir hier die Vollbremsstellung nutzen. Aber das gucken wir uns dann an. Unser nächster Halt ist ja dann auch Pegnitz in 24 Kilometern. So. Wir können schon genüsslich die Leistung hier mal rausnehmen, dass wir bei den 110 dann auch wirklich ankommen. Genau. Ja, für uns geht es jetzt so ein bisschen bergauf. 9,8 Promille an Steigung haben wir hier drin. Ne, nicht Prozent. Prozent wird auf 100 Meter berechnet werden. Aber die Promille berechnen sich eben auf 1000 Meter. Daher auch die Bezeichnung Promille. So, und dann geht es auf 110 wieder hoch. Ja, also du siehst schon, was eben die Leistung angeht, ist ja ziemlich spartanisch ausgestattet, würde ich meinen. Das ist in echt eigentlich anders. Also der 612 hat so eine Leistung unter der Haube und gerade auch was das Bremsen angeht. Ich würde sagen, dass der 612 mit zu den Fahrzeugen zählt, die wirklich am besten bremsen. Und wenn wir uns das auch an der Seite eigentlich an den Bremsanschriften angucken, an den Bremsgewichten, dann sollten wir spätestens bei R plus H plus MG ein mindestens dreistelliges Bremsgewicht sehen. Genau, hier ist jetzt auf 114 Tonnen Bremsgewicht aufgerechnet, wenn wir eben alles in Kombination sehen. Ein bisschen sehen wir jetzt auch hier die Neigetechnik in Aktion. Wenn es hier nochmal in den Linksbogen reingeht in Fahrtrichtung, sieht man sehr schön, wie der Triebwagen hier einneigt. Das sind auch wesentlich mehr als die 9% Neigung, die der, oder beziehungsweise wesentlich mehr insgesamt mit der Überhöhung und eben der Neigetechnik als 9%. Und das spürt man eben jetzt auch hier sehr, sehr, sehr schön. So, obwohl ich gar nicht weiß, GNT, ja, haben wir hier drüben eingeschaltet, beziehungsweise GST, was ja die Technik ist, die dann dahinter tatsächlich die Neigung verursacht. Wachsam habe ich gedrückt. So, jetzt habe ich gerade mal die Neigetechnik abgeschaltet und man sieht wirklich, okay, er neigt sich jetzt nicht mehr ein. So, Neigetechnik ein und dann macht das wieder. Sehr schön. Nochmal aus. So, wachsam, langsam Fahrt warten. So, und jetzt werden wir schon mal langsam so sehen. Also was die Bremsleistung angeht, ist er nicht so das Wahre, sage ich mal. Weil, ne, wir sind jetzt hier in Bremsstellung 5 bis 6 und wir schleichen hier wirklich heran. Aber das gucken wir uns dann mal noch später an. Ich meine, er hat jetzt ordentlich runtergebremst für die Bremsung hier, hat das ganz gut geklappt. Aber wenn wir dann mal aus höheren Bereichen wie 160 oder 140 runterbremsen, auf 40 oder auf Halt, dann wird es wirklich kritisch. Kommen hier sogar noch ein bisschen Leistung. Und es liegt jetzt auch ein bisschen daran, dass wir hier eben bergauf fahren mit 12,2 Promille an Steigung. Nochmal wachsam. Das gilt natürlich auch für die Wiederholer. So, und weiter geht's mit 60, okay. Ja, hätten wir jetzt normalerweise eine E60 wahrscheinlich im Fahrplan stehen gehabt. Mal wachsam. So, wir haben keinen Wechselblinken, nur ein Einzelblinken von der 85. Also könnten wir rein sicherungstechnisch bis auf 85 beschleunigen. Zack. Das war jetzt unsauber von mir. Da haben wir den Kraftschluss einfach getrennt. Genau, dann geht es einmal über das
Ausweichgleis. So, und 15 und 19, beziehungsweise 15 und 20 sollen wir in Pegnitz sein und in Pegnitz wieder abgefahren. Na, das dauert noch ein bisschen. Aber da frage ich mich auch, warum leiten die uns ausgerechnet über das Gleis? Da hätten die uns auch, ja, eigentlich über das durchgehende Hauptgleis nehmen können. Wo wir dann wirklich mit hoher Geschwindigkeit hätten durchfahren können und eben nicht auf die, ja, 60 hätten runter bremsen müssen. Aber na gut. Weil wenn kein Gegenzug, dann brauchen wir ja auch keine Kreuzung oder irgendwas abwarten. So, Außenweichenbereich sind wir raus. Bahnhof haben wir verlassen. Leistung aufschalten und ab die Post. Die 85er Überwachung hat sich selbst aufgelöst. Und was die PZB angeht, würde ich jetzt erstmal mutmaßen, dass das bisher ganz gut klappt. Ich würde sagen, aber ein Endresultat ja, geben wir dann wirklich erst ab, wenn wir in Nürnberg stehen. Ja, wieder ein bisschen drüber beschleunigt. So, und angepeilt werden können dann 100. Beziehungsweise 110. So, genau. Die Neigetechnik natürlich wieder einschalten. Ist schöner für den Fahrgastkomfort, zumindest aus meiner Sicht. Und eben auch für die Geschwindigkeiten, die wir hier theoretisch dann fahren könnten. Ich weiß aktuell nicht, in welchem Bereich genau zwischen Bayreuth und Nürnberg die Neigetechnik verlegt ist. Aber ich weiß, dass sie verlegt ist. Und es wäre halt echt cool, wenn es noch eine Möglichkeit gäbe, dass man hier einen GNT-Fahrplan bekommt. Dann eben nach Fahrplanspalte 2b fahren darf. Beziehungsweise wenn man es zumindest hier unten irgendwie mit anzeigen würde. So, wenn wir jetzt 110... Ich weiß gar nicht, standen die an der Strecke irgendwo beziffert oder ist das wirklich jetzt GNT-Geschwindigkeit? Also die Gleismagnete sehen wir hier überall. Weil das Coole ist auch, wir haben auf der Strecke ein anderes GNT-System. Und zwar nicht das mit den Euro-Balisen ähnlichen Sicherungselementen in der Mitte, sondern wir haben auf der Pegnitz-Talbahn ja, so eine Art Gleismagnete, beziehungsweise die GNT. Sieht hier aus wie Gleismagnete von der PZB. Wobei das jetzt hier auch wieder für die Hauptsignale sein dürfte. Ich weiß auch nicht, ob man das auf der Strecke überhaupt mit verbaut hat. Also im Sinne dessen, dass hier tatsächlich, ja, für die Neigetechnik Magneten liegen. Oder ob man einfach nur gesagt hat, hey, für die PZB reicht uns das hier. Die verlegen wir einfach so in der Simulation. Und alles, was GNT angeht, ja, das wird nicht beachtet. Könnte natürlich auch sein. Wäre aber ziemlich schade. Ja, auch hier 110 dürfen wir weiterhin fahren. Ich habe jetzt noch keine LF7-Tafel wahrgenommen irgendwo. Weil dann könnte ich dir sagen, passt das zusammen? Ist das eine GNT-Geschwindigkeit, die wir gerade fahren? Oder ist es einfach nur die normale Trassierungsgeschwindigkeit für alle Züge, die auch ganz normal nach Fahrplan fahren? Also ohne GNT, ohne Neigetechnik. Weil GNT ist ja auch das Programm, was den Zug im Endeffekt überwacht. Also GNT selbst ist nicht die Neigetechnik, die das Fahrzeug einlenkt oder ja, einneigt. Dafür haben wir dann eben hier GST. Das ist das eigentliche, oder das sind die eigentlichen Neigetechnik-Komponenten am Zug, die den Zug ja im Bogenlauf eben stabilisieren sollen, die Querkräfte eben größtmöglichst in, ja, ich sag mal, andere Kräfte umwandeln, nämlich
für die Fahrgäste fühlt sie es eben so an, als würden sie weniger bzw. keine Querbeschleunigung erfahren. Im Endeffekt trifft das aber für den Zug nicht so richtig, richtig zu, weil der eben genauso mit den entsprechenden Querkräften in den Gleisbogen hineingedrückt wird. Nur für den Fahrgast fühlt es eben anders an. Vielleicht auch noch ganz kurz zum Streckenverlauf. Die Strecke beginnt oder hat für uns begonnen in Bayreuth hier oben und führt uns dann eben bis nach Nürnberg durch. Unterwegs sind sämtliche Zwischenhalte. Wir haben hier die typische Struktur des Pegnitztals, wo wir eben sehr, sehr viele schöne Kurven drin haben, wo sich eigentlich auch die Neigetechnik dann bemerkbar machen sollte. Sowohl in der Geschwindigkeit als auch durch die schönen Neigungen in den Bögen. Wirklich also die Zugkraft. Ja, da hätte man noch was machen können. Aber so allgemein, also von der Optik sieht das Fahrzeug aus meiner Sicht wieder sehr, sehr schön aus. Man hat es hinbekommen, hier sehr, sehr ordentliche Instrumentenbeleuchtungen mit einzubauen. Können wir auch mal ganz kurz als Vergleich hier die Führerraumbeleuchtung bzw. die Pultbeleuchtung aktivieren. Ja, das sieht wirklich echt schön aus, da kann man nichts sagen. Aber es sind eben wieder so kleinere Sachen, wie dass hier die Türen zum Beispiel nicht bedienbar sind über den Führerstand. Dass man da wirklich jedes Mal T drücken muss, damit sich da irgendwie was verändert. Auch die Optik von den Signalen gefällt mir wieder sehr gut. Hier mit so ein paar Rostimitationen, auch in der Vorsignaltafel. Echt schön gemacht, ordentlich auf die Detailtiefe gegangen. Das hat man nicht einfach nur dahingestellt, so nach dem Motto, steht jetzt da und Hauptsache da ist ein Signal, sondern das schaut wirklich ordentlich aus. Ja, bei den Gleisen haben wir eben wieder typische DTG-Gleise, sag ich mal. Das ist einfach der Standard, der halt bei den Strecken mit daherkommt. Ich finde es jetzt nicht schlecht, die Gleise, aber ich bin schon der Meinung, dass man da gerade den Schienenkopf etwas hätte breiter machen können. Ja, ansonsten mit der Fahrfläche bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, würde ich sagen. Genau, also von den Schwellenabständen her passt das. Und was mir auch besonders gut gefällt, dass das Gleis nicht so plötzlich hier vor uns aufploppt, sondern man hat wirklich so das Gefühl, dass da auch in der Entfernung halt Schwellen sind und die tauchen dann so relativ dynamisch auf. Also das ist kein plötzliches Guck, Schwellen, hier sind wir. Jetzt werden wir mit entsprechenden Kontrasten gezeichnet, sondern es ist wirklich so ein geschmeidiger Übergang, den man hier hinbekommen hat. Das gefällt mir sehr gut. Aber wie gesagt, halt im Bogen auch diese kleinen Knicke in der Schiene. Ich glaube, das kriegt man mittlerweile eigentlich auch etwas schöner hin. Also wenn ich allein die Schiene bewerten würde, würde ich von 5 Sternen wahrscheinlich 3,5 bis 4 vergeben. Aber wie gesagt, da jetzt bitte auch nicht irgendwie dran festnagen. Das ist einfach eine persönliche Empfindung. Dass man die Neigetechnik so schön spürt, das gefällt mir immens gut. Und auch der 612er ist halt einfach ein schönes Fahrzeug. Überhaupt, dass man den hier in den Simulator mit reingestellt hat. Also, was heißt überhaupt mit? Es gibt ja schon einen, und zwar von der RSSLO. Und da muss ich auch ganz klar sagen, im direkten Vergleich. Also, wir dürfen hier wirklich nur die Geschwindigkeit fahren, die an den 11.7-Tafeln angeschrieben ist. Ja, und das ist es hier, was ich meine. Also die hydrodynamische Bremskraft von dem Zug fällt doch etwas makaber aus. Sehr spartanisch, würde ich sagen. Und 100er warten. Ich weiß, der 612er, der ist nicht der stärkste in der hydrodynamischen Bremskraft, aber er hat eben eigentlich auch so viel Leistung, dass er da wirklich ohne Probleme verzögern kann. Ich muss auch sagen, jetzt in der Doppeleinheit fährt er sich etwas besser. Ich hatte vorhin mal einen Testlauf gemacht
mit der halt erwarten lassen, ne? Wachsam, Tausender kommt. Einen Testlauf gemacht mit der vierteiligen Einheit. Und da war das wirklich grottig. Also da hatte ich nicht annähernd ein gutes Bremsverhalten, sondern da hatte ich wirklich das Gefühl, dass man mit so einer Vierfach-Traktion überhaupt nicht da zum Stehen kommen kann, beziehungsweise überhaupt nicht da, naja, eingebremst ist am Ende, bis wohin man einbremsen wollte. Hier in dem Fall ist jetzt auch die Darstellung richtig. Wir haben insgesamt vier Fahrmotoren im Zugverband drin und die werden uns auch hier drüben angezeigt. Aber auch als ich mit der Vierfachtraktion gefahren bin, wurden hier drüben genauso vier Fahrmotoren entsprechend angezeigt. Wo muss man jetzt hier anhalten? Ah, okay. Das ist mit Deckungssignal. Ich löse mal kurz vollständig aus. Das ist eigentlich auch nicht so gern gesehen, dass man da einfach die hydrodynamische Bremse rausschnippen lässt. So, theoretisch sollte die jetzt im unteren Geschwindigkeitsbereich sowieso nicht mehr so viel bringen. Aber wirklich, das Bremsen gestaltet sich halt hier nicht ganz so angenehm. Also wir sind jetzt hier in Betriebsbremssteuerung 2 bis 3. Wir haben jetzt hier wirklich eine HL-Absenkung um, naja, ungefähr 0,7 Bar. Da sollte man normalerweise sehr, sehr stark spüren können. Hey, hier, der Zug bremst. Ja, was das Anhalten angeht, hätten wir jetzt wirklich optimal anhalten können. Nämlich im besten Fall halt so, dass die Fahrgäste nicht bei diesem kleinen Haus sich hier reinzwängen müssen. Aber das ist zum Glück hier auch mit den Stützen vom Dach. Ja, also ich hoffe, dass der Bahnsteig in echt nicht so aussieht, dass man da nicht die Stützen aufgestellt hat, hier den Sicherungsstreifen zieht und der Bereich, wo man dann zum Zug gelangt, ja, sowieso der ist, wo man in diesen Gefahrenraum hineintreten muss. Das sollte eigentlich nicht so sein. Der Kerl hier hat auch irgendwelche übernatürlichen Kräfte, der kann nämlich schweben. Also der Treppenabgang wurde da auch sehr, ja, sehr ungünstig wieder mit eingebaut, sag ich mal. Dann würde ich mal sagen, lösen wir die Bremse erstmal. Und schalten Zugkraft auf. Ganz wichtig, Wechselblinken beachten. Überwachungsgeschwindigkeit 45. Ja, so viel auch zum Horn vom 612er. Würde ich meinen, hört sich in echt auch anders an. Das Fahrmotorengeräusch, was wir hier von dem Zug hören, ich würde meinen, das ist okay, aber es ist auch nicht das, was die 612er eigentlich von sich geben. Es ist mittlerweile schon etwas näher an dem dran, was man da erwarten dürfte, würde ich meinen. Aber es geht eigentlich auch doch deutlich besser, würde ich meinen. Ja, auch sehr schön eben hier in Pegnitz, dass wir diese Unterteilung haben mit dem zweiten Hauptsignal, was eben hier gerade auf kennlich geschaltet war, also betrieblich abgeschaltet, so dass man eben, ja, den Bahnsteig in mehrere Abschnitte unterteilen kann. Und in dem Fall kann das wunderbar auch als Zugdeckungssignal fungieren. Die Motorenleistung eben einfach hier unten bei diesen 15% herumdümpelt. Ich weiß nicht, was die da sucht, aber eigentlich sollte die hier irgendwo hier oben so sein, im Bereich zwischen 40 und 80%. Also irgendwie ist das halt, ja, wieder sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich sage auch immer, die Fahrzeuge, die von DTG mittlerweile kommen, die haben halt nicht den Anspruch, da den, ich sag mal, professionellen Hobby-Eisenbahner, im Sinne dessen, dass diejenigen halt auf sehr, sehr viele markante Details gucken, gerade auch was Fahrgefühl etc. angeht,
Das sollte man halt einfach nicht erwarten. Es geht bei DTG schon wirklich darum, dass man eben ein Spielzeug auf die Schiene stellt, was jetzt nicht negativ gemeint ist, sondern einfach in der Hinsicht, dass man halt etwas haben möchte, wo der Eisenbahnenthusiast, der sich halt an der Lokomotive, an dem Fahrzeug erfreut, dass der eben auf seine Kosten kommt, dass der da Spaß hat. Aber es geht nicht darum, dass hier die Bremswirkung wirklich 1:1 dem echten 612er gegenüberzustellen ist. Oder dass eben auch dasselbe halt bei der Beschleunigungsleistung, bei der Spurtstärke zu verspüren ist. Und genauso geht es dann halt mit den Details weiter, wie die GNT-Einrichtung der Neigetechnik. Das Ansteuern der Türen, insbesondere das, hätte ich mir eigentlich aber wirklich gewünscht, auch für so eine Hobby-Variante, dass das halt einfach klappt. Aber hier drückt man halt die Taste T auf der Tastatur und damit ist es dann quasi gegessen. Ja, auch sowas wie Beleuchtung dimmen oder verstellen, das klappt hier leider alles nicht. Die Notbremse hier unten ist auch nicht bedienbar oder irgendwas. Also gerade so ein paar Funktionen hätten da halt einfach wirklich wieder mit hineinwandern können. Was ich sehr schade finde wirklich, das ist die Ansteuerung des Lichts. Also da hat man uns hier wirklich einfach nur die Möglichkeit gegeben, halt hier entweder Licht an oder Licht aus. Beziehungsweise halt noch diese Sonderpositionen. Ne? Also dass man hier zwei rote Rücklichter hat und ein weißes Spitzenlicht. Drei weiße Spitzenlichter. Oder gar kein Licht. Also die Option gibt's. Dreimal weiß, zweimal rot, einmal weiß. Und ja, das war's eigentlich. Also, na gut, wir haben hier drüben noch diese Sonderposition wie einmal rot und zweimal rot. Also normales ZG2 dann eben. Aber wir können hier nicht irgendwie auf Fernlicht oder so umwechseln. Ist auch bei der Führerraumbeleuchtung. Je nachdem, wie man es möchte, kann man es hier einstellen. Dass die Pultbeleuchtung mit dabei ist, das freut mich sehr. Oder Move-Fahrplanleuchte haben sie es jetzt hier genannt. Auch hier Wagenlicht ist leider nicht bedienbar. Die Dieselmotoren können wir nicht einzeln starten. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt starten kann hier. Weil, das Fahrzeug war funktionsfähig aufgerüstet, als ich es übernommen habe. Komm, jetzt muss man hier echt mal ein bisschen einbremsen. Das ist zu viel. Ja, so. Was eben die Funktion angeht, das ist doch sehr mager. Ja, der Scheibenwischer, den können wir auch bedienen, indem wir halt den Mauscursor nach oben und unten bewegen. Aber so wirklich eine Drehbewegung ist da auch als, oder sind als Bewegungsvektoren nicht hinterlegt. Das hätte man da auch ein bisschen besser vielleicht noch machen können. Das Reintasten der Leistung wiederum, muss ich sagen, macht sie sehr positiv bemerkbar. Also man hat auch mit der Tastatur ein sehr gutes Handling-Gefühl für das Fahrzeug. Also, dass man halt wirklich auch nur so viel Leistung freigibt, wie man wirklich freigeben möchte. Dass das hier mit der Rückläufigkeit der Leistungsabnahme so eine Spielerei ist, das ist einfach Gewöhnungssache. Da muss man sich eben einfach ein bisschen reinfuchsen, dann passt das auch. Also grundsätzlich bedienbar ist das Fahrzeug sehr gut. Und die Erfahrungen, die ich jetzt hier mit dem HZB gemacht habe, sind auch okay. Das passt soweit. Aber, wie gesagt, Vierfachtraktion habe ich halt komplett negative Erfahrungen gemacht. Also da hat sowohl die Leistungszunahme als auch die Leistungsabnahme überhaupt nicht zusammengepasst. Uns wurden hier drüben dann 4 V-Motoren angezeigt von eigentlich 8 Stück, die wir im Zugverband hätten. Jetzt hier stimmt die Anzeige für unseren Vierteiler, also für unseren Zweiteiler mit 4 V-Motoren, um es richtig auszudrücken. Dann hier drüben Leuchtmelder GNT, ÜGNT, GST ein. Ist scheinbar alles nicht funktionsfähig.
Prüftaste für die Leuchtmelder funktioniert leider auch nicht. Boah, also auch der Gleisbogen, der ist auch gerade irgendwie. Achso, wir sind wieder viel zu schnell. Ja, also nach GNT-Profil würde das eigentlich wahrscheinlich passen, aber wir sollen hier eben eine 100 fahren. Weil gerade mit 100 habe ich hier so das Gefühl, hätten wir uns auch einen 648 nehmen können, ohne Neigetechnik, und hier langfahren. Weil so wirklich ein GNT-Profil spüre ich hier nicht. Ja, nächster Halt ist dann Hersbruck am Bahnsteig 3 in roundabout 30 Kilometern. Also wirklich die GNT-Action, die Neigetechnik-Erfahrung, die man hier verspüren sollte, die spüre ich hier leider nicht. Das ist wirklich ein deutlicher Minuspunkt. Ach. Wir können ja jetzt einfach mal sagen, hey komm, wir fahren hier mal nach so einer Art Fahrplanspalte 2b und gehen mal statt auf 100 auf 120 hoch. Das ist eine denkbare Mehrzulässigkeit, die wir hier fahren könnten. Hätten wir 20% mehr von dem, was eben die normalen Züge fahren würden. Und jetzt kommt mir das auch etwas mehr wie GND vor. Wirklich, wenn du mal bei einem GNT-geführten Fahrzeug im Führerstand stehst, beziehungsweise auch der oder andere hat es vielleicht in der Ausbildung mal gemerkt, wenn er so ein GNT-Fahrzeug das erste Mal führt, dann ist es so ein geistiger Widerstand, der sich da einfach aufbaut, wenn man da Tafeln sieht mit Aufschrift, ja, oder Kennziffer 10 bei einer LF7-Tafel, und dann steht er plötzlich im Fahrplan, hier darfst du 120 fahren oder irgendwas. Und man sieht plötzlich diesen Gleisbogen, der eigentlich halt auch für normale Fahrzeuge nur diese 100 zulässt. Dann hat man so einen, naja, einfachen Widerwillen im Kopf, dass man da wirklich die 120 ausfahren möchte, weil man denkt, ui, das könnte ja jetzt nicht gut gehen. Wobei eben auch bei 120 noch nichts passiert, weil auch hier die Querkräfte, die halt auf das Gleis wirken, die sind genau dieselben. Also hier jetzt bei einer 100er Stelle, da ballert man dann eben mit 110, 120 durch. Das ist bei GNT-Fahrzeugen so. Ja, aber für die Fahrgäste innen drin sind sie 110, also gehen wir mal auf 130 hoch. Für die Fahrgäste innen drin, für die fühlt es sich halt anders an, weil eben die Neigetechnik da ist. Würde man jetzt mit ausgeschalteter Neigetechnik die 130 fahren, da würden sich die Fahrgäste da hinten aber ordentlich beschweren, weil die dermaßen der Querkräfte erfahren, wie das einfach nur noch, ja, unangenehm ist. Also was wir auch mal beim nächsten Mal machen könnten, mal wirklich einen GNT-Fahrplan für die Strecke raussuchen und dann hier einfach mal wirklich die GNT-Geschwindigkeiten ausfahren, weil das Fahrzeug scheint jetzt hier wirklich nicht irgendwie Probleme zu haben in den Bögen. Die Neigetechnik, die bringt das Ganze auch ganz schön rüber. Ja, könnte natürlich sein, dass man halt wirklich in der Simulation irgendwo entgleisen, aber wäre halt jetzt nicht so schlimm. Ist eine Simulation, tut niemandem weh. So, 100 erwarten und damit für uns 120. Ja, also auch das, was wir hier an GNT-Geschwindigkeiten jetzt ausfahren, das ist so locker. Wirklich, da gibt es GNT-Strecken, da denkst du dir, boah, den Gleisbogen, den kann ich doch nicht mit 160 oder irgendwas nehmen. Ja, die 100, die jetzt dran stehen, die wir jetzt hier mit 120 durchfahren, das ist nichts. Also, jetzt hier kommen wir 120, dann kommen wir auf 140 hoch. Und bitte jetzt auch nicht denken, dass es immer 20 km pro Stunde mehr sind, die man laut GNT fahren dürfte. Das ist speziell eben in der Fahrplanspalte 2b hinterlegt, was man da fährt oder fahren darf.
ist auch wieder abhängig von den Bremshundertstellen, die man zur Verfügung hat, ob eben alle Bremsen im Zugverband wirksam sind. Ja, und das ist eben hier so der schönste Abschnitt im Pegnitztal. Die ganzen Tunnelkonstruktionen hintereinander. Einfach schön. Das ist auch so ein bisschen das, was eben die Faszination oder diese Eisenbahnromantik hier im Pegnitztal ausmacht. Es sind die vielen schönen Tunnel, es ist die Neigetechnik, es sind die engen Gleisbögen. Und es ist auch einfach diese schöne Natur, diese schöne Landschaft, die sich da drumherum an die Bahnstrecke anschmiegt. Beziehungsweise eigentlich umgekehrt, weil die Natur war zuerst da und die Bahnstrecke wurde ja, entsprechend der Natur trassiert. Ich weiß auch nicht, ist das für einen GNT-Fahrplan ausgelegt? Wahrscheinlich nicht. Man würde ja hier mit normalen Daten arbeiten. So 100 sind hier zugelassen. Dann runter auf 120 für uns. Weil GPUs sehe ich hier sowieso nicht auf der ganzen Strecke. Also ich habe noch nicht einen Geschwindigkeitsprüfabschnitt hier gesehen. Und wenn nicht, naja, ist auch nicht so schlimm, dann stellt es uns eben mal in die Ecke. Dann dürfen wir neu beschleunigen. Ja, da hinten sieht es so aus, als würde der eine Wagenkasten so dauerhaft leicht eingeneigt bleiben oder mehr eingeneigt als die anderen. Solange wir hier keine Fehlneigung haben oder irgendeine GNT-Störung, ist alles erstmal im grünen Bereich. Normalerweise hast du dann eben auch zu deiner Überwachung hier vorne drin die Melde, ob bei der GNT alles funktioniert. Also ob sowohl das GNT-Geschwindigkeitsprofil erkannt wird und damit die PZB auch ja, quasi ein Stückchen zurücktritt in den Hintergrund. Weil dann hast du eben auch nicht mehr die normalen Geschwindigkeiten, die du draußen an der Strecke fährst. Sondern eben, wenn da eine 120er Tafel steht, ja, dann steht bei dir im Fahrplan 140 oder, keine Ahnung, 110. Und ich würde auch mal sagen, wir nehmen uns jetzt... Wobei, so macht es eigentlich mehr Spaß. Eigentlich macht es so mehr Spaß, mit den hohen Geschwindigkeiten zu fahren, weil man dann eben dieses GNT-Feeling hat. Ich wollte gerade eigentlich sagen, wir gehen wieder zurück auf das normale Profil, damit wir mehr von der Strecke sehen. Aber ganz ehrlich, ich finde, das kommt besser rüber, wenn wir hier mit 130 fahren, bei 110, als dass wir uns auf dieses, ich sag mal, normale Standard-RB-Tempo oder RE-Tempo von Nicht-Neigetechnik-Fahrzeugen herunterbegeben. Also ich denke auch mal, dass es im Interesse aller Zuschauer ist, wenn wir hier dieses fiktive GNT-Profil nachfahren. Ja, hier schön mit der Neigetechnik, da spürt man die eben auch. Dass da was da ist, sonst hätten wir es auch weglassen können. Sonst hätten wir hier drüben GNT ausmachen können und oder GST abschalten können und ganz normal nach Fahrplan fahren. Aber gerade auch im Pegnitztal, hier sind eben die unterschiedlichsten Neigetechnikfahrzeuge auch anzutreffen gewesen. Also es hat hier nicht alles mit dem 612er begonnen. Ich glaube ursprünglich waren hier die 614er auf der Strecke unterwegs. Danach kam die Baureihe 610, auch schon mit Neigetechnik. Dann die 611er, auch mit Neigetechnik. Und dann der 612er, auch mit Neigetechnik offensichtlich. Und so hat sich hier so ein bisschen die Triebwagen-Ära im Pegnitztal ausgebreitet. Beziehungsweise die Bezeichnung war dann eben auch Pegnitztalbahn oder Pegnitzbahn. So, ganz kurz mal die Außenansicht. Und da kommt uns der 612 mit Fernlicht entgegengeschossen. Ich kann es aber auch nicht dimmen, also
Das ist wirklich Neigetechnik dann, ne? Mit 140 durch den Gleisbogen schießen, der für 120 theoretisch trassiert ist. Was mich mal wirklich noch interessieren würde, wie stark die Überhöhungen bei GNT-Strecken sind. Weil alles, was so normale Überhöhungen angeht, in normalen Gleisbögen, das ist mir eigentlich bekannt. Aber ob es da eben für die GNT-Strecken, ob es da eine Sonderüberhöhung gibt, wie groß da der Überhöhungsfehlbetrag ausfällt, oder beziehungsweise ob man da überhaupt den ausgleichenden Betrag einfach trassiert, würde mich mal wirklich interessieren. Also ob hier überhaupt Überhöhungsfehlbeträge auftreten oder ob das ganz eliminiert wird an der Stelle. Aber da ja hier auch normale Züge fahren, würde ich jetzt aus der Logik heraus einfach mal die Frage dahingehend beantworten, dass man da auch mit Überhöhungsfehlbeträgen zu tun hat, weil man eben nicht überall die ausgleichende Überhöhung anstreben kann. Ja, was jetzt auch noch als Besonderheit dazukommen würde, wenn wir hier eben GNT überwacht werden würden, dass wir eben bei Übertretung der Höchstgeschwindigkeit auch mit der Schnarre zu tun hätten, die uns dann hier quasi darauf hinweisen würde, hier du fährst zu schnell, bitte mal ein bisschen verzögern, ansonsten übernimmt das dann eben die GNT und bremst einen dann da automatisch ein. Aber sie führt auch nicht direkt eine Zwangsbremsung aus, sondern eine Zwangsbetriebsbremsung. Also das Fahrzeug wird nicht bis in den Stillstand heruntergezwungen, sondern eben nur wieder in das Geschwindigkeitsprofil, was da zulässig ist. Auch hier bei dem Bahnübergang, das sieht so kahl aus. Einfach auch, dass man diese Abdeckmatten hier nicht zwischendrin eingefügt hat, sondern halt einfach wieder den Gummibelag so drauf, dann dazwischen wieder Asphalt, Gummibelag, Asphalt. Immer so diese Wechsel. Finde ich auch ein bisschen schade. So, und dann probieren wir jetzt gleich mal aus 150 so also ein bisschen reinzubremsen. Ich weiß, hier vorne kommen jetzt die 110. Ich gebe aber trotzdem nochmal ganz kurz Leistung rein. So, waren jetzt hier ungefähr einen Kilometer vor dem Bahnhof gleich. Also 110 gelten auch da vorne, für uns demnach wieder 130. Und jetzt bremsen wir mal aus einer normalen GNT-Geschwindigkeit rein. Und zwar ab dem Hauptsignal, damit wir ungefähr 1000 Meter haben. Kann jetzt sein, dass das am Bahnsteig schief geht, ist jetzt aber wirklich hier einfach mal zum Austesten. So, ich gehe voll rein. Wir entleeren vollständig mal. Und dann haben wir jetzt hier nämlich auch so ein Problem. Der nimmt dann keine E-Bremskraft mehr an. Keine H-Bremskraft. Also die hydrodynamische Bremse lässt der vollständig wegfallen. Und wir haben jetzt hier immer noch 80 Sachen drauf. Sind, meiner Meinung nach schon an einer Stelle, wo wir eigentlich bei einer Vollbremsung, bei einer Schnellbremsung mit einem 612er würden wir schon stehen, in echt. Also der bremst hier so genüsslich rein. Ich habe das Gefühl, dass das hier eine Betriebsbremsung ist mit 3 oder 4 Knacken am Führerbremsventil. Aber das, sorry, bei bestem Willen, das ist keine Bremswirkung, die ein Zug mit hydrodynamischer Bremse, Magnetschienenbremse und Vollbremsung erreicht oder erreichen sollte. Das war hier ein genüssliches Abbremsen an den Bahnsteig. Aber eben keine, das ist keine Schnellbremsung. In echt nicht. Und so ein bisschen sollte man eben das auch im Hinterkopf behalten, wenn man den 612er hier in der Simulation fährt. Man kann mal so als Gegenbeispiel gerne den 612er von RSSLO nutzen. Und ich glaube auch für weitere Fahrten würde ich den dann sowieso einsetzen, weil da haben wir einfach mehr zu bedienen. Wir können die Türen seitenselektiv steuern. Und es ist halt einfach das Fahrzeug, was für einen, ich sag mal, anspruchsvollen Simulanten schöner ist. Der 612er hier ist auch toll optisch. Und für jeden, der da hobbymäßig einfach ein paar Runden mitdrehen möchte, aber wer da wirklich als, ambitionierter Train-Simulator-Spieler
Fahrspaß haben möchte, der ist beim 612 von der RSLO besser aufgehoben. So, VB können wir erstmal auslösen, beziehungsweise SB. Ich weiß auch gar nicht, sind die Magnetschienenbremsen bei dem Fahrzeug hier wirklich funktionsfähig? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob die im Stand runterkommen beim 612er. Ich habe gerade mal die Schnellbremsen nochmal eingelegt, aber nee, da ist auch keine Veränderung. Also höhenverstellbar sind die hier auch nicht. Ist auch okay. Fordere ich jetzt nicht von jedem Train-Simulator-Fahrzeug, dass da die Magneten sich hoch und runter bewegen. Manche Fahrzeuge haben diesen wunderschönen Fact, diesen Bonus. Und ich glaube, DTG hat es auch in Transim World 3 gemacht. Ich glaube, in Transim World 3 sind die Magnetschienenbremsen wirklich funktionsfähig und verändern ihre Höhe. So, der Zugschiff hat gepfiffen, auch wenn wir es nicht gehört haben und er eigentlich auch gar nicht da ist. Ja, und so Späße wie Getriebevorfüllung oder so, das, ja, kann man hier bei der Variante auch vollständig eigentlich vergessen. Weil an dem Fahrzeug kannst du nichts kaputt machen, also da schaltest du Leistung auf und entweder der liefert was oder es passiert halt nichts. Aber bei so einem echten Fahrzeug, ja, soll man halt deswegen mit Getriebefüllung anfahren, damit da nicht sofort die volle Zugkraft auf die Bauelemente übergreift. Dass sich das eben wirklich schön alles kraftschlüssig, aber halt auch langsam anschmiegt. So, 110 waren vorgegeben gerade eben, ne? Jetzt kommen 140, also geht's mal auf Vmax auf 160. Und vielleicht um das nochmal ganz kurz darzustellen, wir hatten gerade eben aus, ich glaube, 130 runtergebremst. Geschwindigkeitstechnisch hätten wir eben noch Potenzial bis auf 160 hoch. Und wenn man da mal eine Schnellbremsung ausführen würde, dann kannst du dir ausrechnen, was da für ein Bremsweg rauskommen würde. Also wir sind jetzt hier gerade eben, ja, wie viele Meter vom Hauptsignal zum Stehen gekommen. Also ich sag mal, mit 160 würde es eng werden. Und eine Schnellbremsung. Und auch da wieder beim echten 612er. Hast du in einem Regelbremsweg von 1000 Metern überhaupt kein Problem. Was unangenehm wird, und da muss ich sagen, ist der 612 wirklich in echt so ein bisschen problematisch, auch wenn es draußen irgendwie feucht ist, dann kommst du mit dem Fahrzeug so schnell ins Gleiten. Das ist wirklich so eine Sache, da überbremst der dann schon wieder. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass man mit diesem Fahrzeug hier irgendwie ins Gleiten kommen könnte. Allein deswegen schon, weil die Bremsleistung halt sowieso gegen Null geht. Also, ob du da sandest oder nicht, das macht da gar keinen Unterschied. Ich glaube, der Sand ist hier halt auch nur drin, damit er einfach da ist. So, und da kommt unser erster Bogen mit 160. Und da spüren wir die Neigetechnik sehr schön wieder. Top, das gefällt mir echt gut. Ja, vielleicht ganz kurz zu den Szenarien, die mitgeliefert werden. Ich meine, 4 Szenarien für den 612 waren das. Können auch 5 sein, will ich jetzt nicht lügen. Dann 2 Stück oder 3 Stück für den 648. Und ein Szenario für den ICE TD, der hier in dem Szenario auch angeblich als Advanced Train Lab fahren soll. Finde ich auch sehr schade, man hat dem Zug da nicht irgendwie nochmal eine andere Lackierung verpasst. Wenn man ihn schon für ein Advanced Train Lab Szenario einsetzt, dann bin ich der Meinung, sollte man das Fahrzeug auch... dann sollte man ihn auch in der grauen Lackierung mit den entsprechenden Herstellerlogos, mit den Projektunterstützern da einfügen. Und nicht einfach nur den ICE-TD, wie man ihn seit Jahren im Steam-Portfolio drin hat, so mit verkaufen. So nach dem Motto, ja, das Fahrzeug hatten wir schon mal, hier nehmt es als ICE-TD einfach, beziehungsweise als Advanced Train Lab.
Also da hätte ich DTG schon zugetraut, dass die da einfach nochmal einen Repaint mit dazugeben. Weil all die Benutzer, die den ICE TD vor Jahren vielleicht gekauft haben, die werden jetzt hier so ein bisschen, ja, mit genau nochmal derselben Variante abgespeist, die sie, wenn sie die Pegnitz-Strecke kaufen, eben mit dazu bekommen. Und ja, für all diejenigen, die eben weder einen 612 haben, noch einen 648, noch einen 605, ja, für die ist es natürlich schön, aber der Rest, der hat dann hier so ein bisschen, ja, zweimal dasselbe gekauft, sag ich mal. Klar, auch für die ist der 612 wahrscheinlich neu, aber der 648, nee, der ist dann da eigentlich schon bekannt. So, 130 erwarten war angesagt, also für uns 150. Ja, gerade eben hatte ich so ein bisschen das Gefühl in der einen Kurve, in dem einen Gleisbogen, dass wir da die Schiene verlassen. Die hier ist jetzt auch etwas enger trassiert, aber das sollte noch nicht problematisch sein. Boah, der kommt uns aber auch mit. Ja, der kommt nicht mit 130 entgegen. Der hatte doch jetzt hier auch einen. Also das war dann bestimmt 150. Ich meine, genauso soll es ja auch sein. Genau das ist halt der Unterschied zwischen Neigetechnik und, ja, normalen Fahrzeugen. Und jetzt sind wir hier gerade durchgebrettert durch den Lauf an der Pegnitz. Beziehungsweise Lauf rechts der Pegnitz. Weil es gibt auch hier, ja, einen rechts und links. Ich weiß gar nicht, ob die andere Strecke mit eingezeichnet ist. So, jetzt geht es auf 160 wieder hoch. Also volle Zugkraft bitte freigeben. Ist das schön? Ist das schön mit Neigetechnik? Hier sieht man eben auch schön, wie sich das hier durch die Ortschaft schlängelt. So, aber gerade wenn wir nach Gent hier fahren und keinerlei Überwachung haben, dann muss ich da echt ein bisschen aufmerksam bleiben. Das ist schon cool, also auch an den Fahrspaß, wenn man sich hier halt so ein bisschen, ja, selbst zurechtfindet auf dem Fahrzeug, dann macht das auch ordentlich Spaß. Man kann den 612er bedienen, das ist kein Problem. Da gibt es wirklich auch andere Fahrzeuge, wo man einfach sagt, ja, allein schon was die Bedienung angeht, ist das Fahrzeug problematisch. Aber das kann ich jetzt hier bei dem 612er von DTG wirklich nicht sagen. Der ist schön zu fahren, wie gesagt, Manko Bremsleistung. Vielleicht auch so ein kleiner Bedienungstipp. Niemals in SB gehen, maximal in VB und dann die hydrodynamische Bremse mit dazu nutzen. Dann passt das auch. Also so einigermaßen, auch wenn es nicht echt ist, aber man kann damit dann ordentlich fahren. Und wir können ja mal ganz kurz ausprobieren. Wir haben jetzt die 160 drauf. Wie das hinhaut, wir nehmen aber mal VB und nicht SB. Mit Vorsignalabstand und Hauptsignalabstand. So. So, wir sind jetzt bei 3,5 bar, sollten das ungefähr sein. Schalten hier volle hydrodynamische Bremskraft auf. Das Hauptsignal kommt da vorne. Und wie das hinhaut. Ich unterstütze das Ganze jetzt hier nicht irgendwie mit Sand oder so. Wir müssten auch hier nicht abbremsen. Das nochmal ganz kurz so zur Unterstreichung. Für all diejenigen, die sich wundern, hä, warum bremst der? Ist doch grün. Wir müssen auch hier nicht anhalten oder irgendwas. Aber doch, das passt. Also man kommt hier aus 160 zum Stehen. Wichtig ist halt nur, dass man nicht in die Schnellbremsung geht, sondern dass man VB nimmt und die hydrodynamische Bremskraft, die dynamische Bremskraft mit ergänzt.
Ja, bis nach Nürnberg sind es noch rund 10 Kilometer. Ich möchte hier noch einmal die Gelegenheit nutzen und eben die 160 ausfahren. Deswegen prügeln wir den 612er, den Regio Swinger, hier nochmal auf VMAX hoch. Das ist jetzt sowieso relativ gerade trassiert, meine ich. Also wenn wir hier ganz kurz in die Dispositionsansicht gehen, da haben wir hier nochmal so eine Renngerade. Aber ja, spätestens hier vorne geht es dann sowieso auch aus dem GNT-Profil heraus. Da wird dann eigentlich wieder normal gefahren. Also ich glaube, wir erreichen die 160 jetzt leider nicht. Da hätten wir das mit dem Bremstest etwas eher machen müssen. Ein bisschen verschieben sollen. Ja, davon kommen schon 110 Ankündigungen für Nürnberg. Ne, und ab da vorne würde ich auch sagen, entlassen wir uns selbst mal wieder aus dem GNT-Profil heraus. Normalerweise hast du dann den Hinweis auch im Fahrplan GNT-Anfang bzw. GNT-Ende. Und ich weiß, das ist definitiv nicht bis nach Nürnberg hineintrassiert mit GNT. Das endet irgendwo davor. Ah, die 160, die kriegen wir hier nicht rausgekitzelt. Ja, die 150 können wir gerade noch so streifen. Genau, dann geht es aber auch runter auf 110. Und da würde ich jetzt gerne ordentlich reinbremsen. Weil das wäre so eine Stelle, da würde es auch im Simulator machen, Sinn machen, wenn man die wirklich überwacht. Mit einer GPA. So, die 110 haben wir drauf. Das hat alles wunderbar gepasst. Also ja, Betriebsbremsungen lassen sich hier auch sehr gut einregeln, wenn man eben nicht darauf achtet, welche Stellung man jetzt hier drüben genau hat als Bremsstellung. Aber normalerweise der 6-Zwölfer, der packt ordentlich zu. Und wie gesagt, die SP-Stellung ist so ein Tabu, nicht nutzen. Ja, den Rest macht hier der Rollwiderstand dann noch. Bis zur LF7-Tafel. Hoffe ich zumindest. Ja, passt. 101. Ist vollkommen okay. Genau, übrigens die GNT-Geschwindigkeiten, die gelten übrigens auch nicht, wenn man irgendwie Langsamfahrt etc. angezeigt bekommt. Also wenn da 60 oder so per ZS3V vorangekündigt werden, dann sollte man auch auf 60 runterbremsen. Die GNT-Geschwindigkeiten sind auch nicht gültig in den Gleisen, die nicht als durchgehende Hauptgleise im Bahnhof vorhanden sind. Also alles, was da Nebengleise sind oder ich sag mal, normale Hauptgleise in Anführungszeichen nur, da sollte man dann die anderen Geschwindigkeiten ansetzen. Weil man da dann logischerweise eben nicht mehr mit GNT fährt. Oder mir ist zumindest kein Bahnhof bekannt, wo Nebengleise auch mit GNT ausgestattet sind. Wer da was kennt, gerne mal als Hinweis drunter schreiben. Das wäre für mich sehr, sehr neu, aber würde eigentlich auch keinen Sinn machen, in einem Nebengleis das mit GNT auszutrassieren. Weil Nebengleise werden halt nicht planmäßig von Zügen befahren. Ansonsten wäre es ja ein Hauptgleis. Dann die 80, waren die überhaupt angekündigt? Jetzt mal ganz kurz pausiert. Hier hatten wir jetzt eine 80 stehen. Gab es da irgendwo eine LF6-Tafel? Ich sehe hier nichts, also. Jetzt mal ganz kurz durch den ganzen Bahnhof durchgeflogen. Entweder habe ich sie wirklich völlig übersehen, weil ich total blind war. Aber auch mit der 90 hier ist mir jetzt irgendwie die Ankündigung. Nee. Hier stehen gar keine LF6-Tafeln, also. Ja, das wäre dann noch was. So, langsam warten.
Genau, aber im Großen und Ganzen finde ich, ist es eine Strecke, die auf jeden Fall ein bisschen Spaß wieder mit in den Train Simulator noch mit hineinbringen wird. Also zusätzlich zu dem, was wir sowieso schon haben. Weil es ist einfach schön, die Pegnitz-Strecke zur Verfügung zu haben. Und ich gehe ja auch stark wieder davon aus, dass da irgendwie ein paar Zusatzupdates erscheinen werden. Der 612er, wie gesagt, da würde ich dann in Zukunft die RSSLO-Variante empfehlen. Und wer sich dafür interessiert, einfach mal auf www.rsslo.com vorbeischauen. Genau, was auch die Bremsweise im echten 612er angeht, bevorzugt sollte man natürlich die verschleißfreie hydrodynamische Bremse benutzen und weniger eben auf die Pneumatikbremse zurückgreifen. Aber es ist auch okay, also man kann beides für die Betriebsbremsung benutzen. Das passt schon. Und dann schleichen wir rein nach Nürnberg und zwar mit 40 km pro Stunde. Genau, auch hier mal die Augen offen halten, wegen den kleinen Lichtsperrsignalen. Die Schotterzwerge verstecken sich überall. Und solange die nicht auf Rot stehen, ist da auch alles gut. Aber wenn sich da eben mal doch eins in den Weg verirrt hat, dann sollte man da die Augen offen halten. Auch wenn eine Zugfahrt eigentlich nicht an einem niedrig stehenden Lichtsperrsignal enden darf. Aber wer weiß, wenn da mal ein Signal zurückfällt, dann ist natürlich auch das möglich. So, ein letztes Mal. Hydrodynamische Reinbremsen. So, der 500er kommt, auch sehr schön. Der hat scheinbar da die 65 oder 45 als Überwachungsgeschwindigkeit mit angegeben in der oberen Zugart. Also der überwacht hier schon mal nicht direkt auf 25. Das hat er schon mal gut gemacht. Wie das mit von 65 auf 45 aussieht, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Die Bremskurven muss man da auch in der Simulation immer so ein bisschen neu ertesten, weil eben nicht überall ja, eine richtige PZB90-Logik dahinter liegt. Auch was Wechselblink, restriktive Geschwindigkeiten angeht oder Umschaltgeschwindigkeiten. Das ist jedes Mal neu zu ertesten. Aber wirklich, es ist ein Fahrzeug, mit dem kann man fahren, wer es mag und mit dem ja etwas geringeren Funktionsumfang auch zufrieden ist, der ist da, denke ich mal, auf einem ganz guten, ja, auf einem ganz guten Gefährt unterwegs. Ja, für mich war es das heute. Wir fahren das nächste Mal auf jeden Fall wieder auf der Pegnitz-Strecke, allerdings mit einem anderen Fahrzeug und wahrscheinlich auch unter ein paar anderen Bedingungen. Wer den ICE TD mal wieder sehen möchte, schreibt das gerne unten in die Kommentare hinein, dann fahren wir eine Runde Diesel-ICE. Und ich würde mich an der Stelle verabschieden. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche allseits viel Spaß und viel Vergnügen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Allseits gute Fahrt, dein Think New Flanio.